Die Star Wars Battlefront Retro-Folgen werden präsentiert von mir und meinem Partner Instant Gaming. Schaut gerne in die Videobeschreibung in die obersten beiden Links. Dort findet ihr einmal den Link zu meinem Rev-Link, wo ihr die Spiele günstiger bekommen könnt, als auch irgendwelche Gamecards und so weiter kaufen könnt. Und checkt auf jeden Fall auch das Gewinnspiel ab. Dort könnt ihr ein Spiel eurer Wahl gewinnen. Einfach mal mitmachen. Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und wir spielen mal wieder ein bisschen Star Wars Battlefront, liebe Leute. Wir sind heute unterwegs wieder mal als Sniper Reno. Das heißt, wir haben die gute Cycler und wir haben das DLT 19X dabei und versuchen einfach damit mal ein paar Hits zu treffen. Wir spielen Waldmod Endor und spielen die Imperialen, ne? Deswegen, wir werden sehen, Leute, wir werden sehen. Ich hoffe, wir haben ein gutes Team erwischt und werden hier nicht auf den Sack bekommen, aber mal gucken. Müssen doch irgendwo Leute sein. Sind da nur unsere? Ich will eigentlich nicht in die Bunkeranlage, da habe ich... Okay, das ist unser Orbitalschlag, da habe ich fette Nachteile, den nehmen wir mit. Oh, was, der ist nicht gestorben oder ist der draufgegangen, aber nicht durch mich? Wir haben natürlich Berserker wieder drin, aber Leute, Berserker ist eigentlich eher so ein Ding oder ist halt eher richtig, richtig gut, wenn wir halt irgendwie wirklich wissen, dass der Gegner stirbt, ne? Schwierig im Online, weil die Gegner natürlich auch Bagda haben können. Das macht alles schwierig, aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Ich weiß nicht gerade nicht, wo lang, ey. Ich will hier eigentlich ungern bei diesem Bunker-Ding die ganze Zeit rumhängen. Das ist irgendwie nicht so mein Ding. Da müssten eigentlich auch welche sein, aber ich darf nicht weiter nach vorne. Ah, da ist einer, siehst du? Siehst du? Komm, jetzt pushen wir. Jetzt versuchen wir es. Den haben wir. Oh, da ist noch einer. Wir sollten das Schild ziehen und abhauen, sonst hat er uns. Hundertprozentig. Hier, warte. So, jetzt können wir es nochmal versuchen. Yes! Okay, so soll's laufen, Leute. So soll's laufen. Da ist Jyn Erso. Nein, der will mich verprügeln! Er hat's verkackt! Ah, der hat mich. Schade. Der war schon auf Stufe 2, aber immerhin... Der hatte irgendeinen Bug versucht, oder? Der hat versucht, irgendwie mit dem Baugewehr einzuverprügeln. Oh, mit dem Baugewehr einzuverprügeln. Ich bin echt nicht gut da drin, das zu fliegen. Im ersten Teil. Wir nehmen das, glaube ich, lieber erstmal nur, um ein bisschen nach vorne zu kommen. Wir können ja mal gucken, ob wir hier irgendwo... Ja, komm, den einen haben wir mitgenommen, siehst du mal. Da sind wir auch schon down, aber einen haben wir mitgenommen. Ey, cool. Hier muss einer sein. Aber das ist hinter mir noch einer. Wie kommen die denn immer alle hinter mich? So, wo ist der Typ, der hier irgendwo in den Wäldern rumhängt, der mich eben vorhin erschossen hat? Der sitzt hier irgendwo. Das war er nicht. Das war kein Bespin-Flügel-Wächtermann. Nein, er springt! Er springt einfach! Den will ich. Aha, partnergerecht, immerhin. Da wäre noch ein ATST, die nehmen wir aber nicht, das wollen wir nicht. Wir wollen hier heute knallharte Infanterie-Action. Gut, mit dem Speeder sind wir auch rumgeflogen, klar, aber, ne, ihr wisst, was ich meine. Oh, das kann ganz gut sein, Leute. Das kann krass sein. Dafür müssen wir nur irgendwie eine gute Position kriegen, möglichst schnell. Kommen wir von hier aus da direkt rüber? Klappt das? Nee, das klappt nicht. Ja, das ist jetzt blöd. Dann stellen wir es hier hin. Ich hoffe, das lohnt sich irgendwie. Ich wollte es eigentlich oben auf die Bäume stellen, aber da waren mir die Sprungkünste nicht vergönnt. Oh, geil, dass der noch getroffen hat. Das war eigentlich voll daneben. Da seien wir mal ehrlich, der war eigentlich nicht drauf. Oh, schon wieder einer, der mit Bagda spielt. Ja, schade. So, wir stürmen, Leute. Wir stürmen rüber. Das ist auch einer, der DLT 19X spielt. Da läuft einer. Nein, wir treffen ihn, aber es reicht nicht. Aber so. Entdeckung. Nein, ich sehe nichts. Da ist eine doofe Rauchwolke, ey. Da ist er. Ah! Er ist daneben geschossen. Aber das war er. Der Spitzenspieler von denen. Er ist ganz in der Nähe. Ja, trotz seinem Bug da. Wenn er einen Kopfschuss kriegt, ist er tot, der feige Hund. Ja. Ich will eigentlich nicht bei Luke bleiben, aber hey, was versuchen wir es einfach. Die Rebellen haben die Ablenkstation aktiviert. Oh, der Luke, der versucht richtig auf unseren Bosk zu geiern, aber das schafft er nicht. Ah, er rattert schon die E4 hinter mir. Oh. Glück, dass das wieder ein Kopfschuss war. Da wieder einer mit Bug da. Aber der Kopfschuss hilft. Hören wir noch einen. Den nehmen wir so, das geht auch. Oh, unser Boss wird wieder attackiert. Ich sollte dem eventuell mal helfen. Sehr schön.
Den nehmen wir mit, den Luke. Den nehmen wir mit. Da ist einer. Ach, schade. Schade, schade, schade. Aber es sieht sehr, sehr gut aus für uns. Muss man ja mal sagen, ne? Na, das war ja überhaupt nichts. Aber den treffen wir. Yes, geil. Jetzt haben wir sogar selber auch mal Bagdad bekommen. Und schon ist es weg. Aber Boss geht hier gut rein. Also der macht das super. Ist ja auch ein bisschen sehr stark, der Held, ne? Wenn man mal ehrlich ist. Den nehmen wir auch mit. Sehr gut. Da können wir noch ein Power-Up schnappen vielleicht. Ich glaube, das kriege ich nicht. Ne, das kriege ich leider nicht. Aber den da vielleicht. Nein. Komm. Ja, na also. Geht doch, Leute. Es geht doch. Merkt man schon wieder fast oben. Ja, wenn wir jetzt auch nochmal treffen würden, ne? Das war zwar irgendwie ein Hitmarker, aber es hat nicht gezielt. Ich weiß nicht warum. Bin selber ein bisschen verwundert. E4 Spieler, aber auch tot. Hinter uns ist wieder ein neuer Loop. Die wollen immer alle den Boss töten, ne? Vielleicht können wir ihm nochmal helfen. Ne, den hat er jetzt. Leider. Und jetzt der Hit. Ne, leider nicht. Schade. Oh, kann man ihn da nicht runtersnipen? Entdeckung! Das hat nicht getroffen, schade. Ich glaube, der Spieler kommt die nochmal wieder. Wir gehen mal lieber hier hoch wieder. Den nehmen wir mit. Ja, oh, nochmal ein Power-Up. Das könnte ja ganz cool werden, oder? Versuchtrüde, damit kann man immerhin was machen. Wir stellen aber mal direkt hier hin. Hinter mir ist irgendwo auf einer. Irgendwo direkt beim. Wird der gerade zertreten? Der wurde einfach zertreten. Tja, letzte Chance für die Gegner noch irgendwas zu reißen. Die haben nur einen Y-Wing, haben leider wieder überhaupt nicht Objective gespielt. Schade eigentlich. Wieder eine nicht sehr spannende Runde und ich hänge hier einfach fest. Ich hänge einfach fest. Vielleicht können wir nochmal nach vorne springen, irgendwo nochmal irgendwo irgendwie entdecken, aber ich glaube fast nicht. Nö. Bin gar kein mehr. Sehr schön. Gut. Damit war es wieder mit einer wunderbaren, tollen, schönen Folge von Star Wars Battlefront 1. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.